Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett Hauptsache, sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines, sie ist schön, aber ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Hallo? Sarah, Kleines, du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also... Onkel Tommy? Hallo? Was ist denn da los? Hallöchen und willkommen zurück zu einem neuen Projekt auf unserem Kanal, und zwar ist es The Last of Us. Ein Spiel, was ich letztens bei Nintendo angefangen habe zu schauen, und ich war total von dem Spiel begeistert. Ich kann nicht beschreiben, was es ist, aber es ist nur zu geil, und deswegen habe ich mich dazu entschieden, es zu spielen, und da habe ich mir gedacht, wieso nehme ich euch nicht einfach mit? Es ist ein Zombie-Spiel, ab 18 Jahren freigegeben, aber ich glaube... Wenn man es unter 18 guckt, da wird man keine bleibenden Schäden haben, und deswegen fangen wir einfach mal an. Ach verdammt, die habe ich total vergessen. Congratulations. Cool, kann man das öffnen oder was ist das? Okay, wir können es glaube ich... Okay, ist auf Englisch, das interessiert uns dann nicht. Wir werden nach unten gehen, wir wurden gerade panisch von irgendeinem angerufen, wahrscheinlich vom... Kumpel unseres Vaters oder der Art. Vielleicht auch ein Arbeitskollege. Dad? Okay, der Vater scheint anscheinend nicht zu Hause zu sein. Können wir die Tür hier aufmachen? Jo, können wir tatsächlich machen. Ich werde mir genaueres im Spiel angucken, denn die Details in diesem Spiel sind wirklich wunderschön und ich will die nicht außen vor lassen. Nur eine Zeitung, können wir uns nochmal durchlesen. Okay, und... Ah, und auf 3 packt man die wieder weg. Das ist gut zu wissen. Okay, dann können wir auch mal direkt wieder nach unten gehen. Daddy? Hier schwirrt bei mir die ganze Zeit so eine Fliege. Ach, kannst mal weggehen. Dankeschön. Okay, das Licht ist hier an, beziehungsweise wahrscheinlich der Fernseher. Deswegen gehen wir einfach mal reingucken. Bist du hier? Nein. Verdammt, wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität neigen. Das ist in der Nähe. Und, sofort alle hier wegbringen, es tritt Gas aus. Hey, los, es scheint, dass die Soldaten hier hinter mir... Was war das? Okay. Wow. Da gab's wohl eine Explosion. Was ist denn da los? Dad? Also ich weiß, worum das Spiel handelt, aber ich will noch ein bisschen den Unerfahrenen tun. Ich finde das Spiel einfach nur zu mega geil. Und wenn ihr ein Fan von The Walking Dead seid, kann ich euch das Spiel wirklich nur empfehlen anzuschauen. Was ist bloß los? Nochmal ein großes Dankeschön an Klassenkameraden von mir, Raffi, falls du... Wow.
Raffi, falls du das siehst, nochmal ein Dankeschön dafür. Ich habe mir das Spiel ausgeliehen. Ich wollte es nicht selber kaufen, weil mir momentan das Money dafür fehlt. Okay. Hier im Garten ist gerade schön was los. Ah, da. Ach so. Ah, da klingelt was. Wir werden einfach mal rangehen. Das ist aber wahrscheinlich nicht unser Handy, aber das juckt ja keinen. 8 Anrufe. Verdammt, wo bist du? 8 entgangene Anrufe, okay. Bin auf dem Weg. Das heißt, unser Vater ist wahrscheinlich momentan irgendwie beschäftigt, oder? Er ist eindeutig nicht da. Ich schätze mal, wir müssen hier rein, was? Wupp. Machen wir direkt mal. Wow! Da bist du ja. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Okay. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Das sind die Coopers. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Wow. Oh Gott. Jim. Dad. Jimmy, komm her. Komm her. Okay, das sieht eindeutig aus wie ein Zombie. Du hast ihn erschossen. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu, hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus, hast du verstanden? Ja. Tommy, los, los. Verdammt, weißt du, was hier draußen los ist? Ich hab doch eine Ahnung. Komm, Scheiße. Geh da rein. Da ist überall Blut. Das ist nicht meins. Lasst uns einfach abhauen. Anscheinend sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Irgendein Parasit oder sowas. Okay, mit L1 können wir anscheinend ranzoomen. Später. Hey, Sarah. Wie geht's dir, Liebes? Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Danke. Okay, anscheinend ist hier gerade irgendetwas ausgebrochen. Das Spiel wurde in den letzten Monaten total gehypt. Er sagte, das Militär baut Straßensperren auf. Kein Zugang zu Travis County. Müssen so schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. Wie viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Haus. Ja. Großer Gott, wie ist das passiert? Das weiß niemand. Das passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man was über die Ost- und die Westküste. Ja, im Himmel. Das ist Louis Farm. Ich hoffe, der Schwein hat es geschafft. Jo, die brennt tatsächlich. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut. Wie gesagt, das Spiel wurde in den letzten Monaten total gehypt und es gab sogar noch eine Remastered-Version für die PS4. Sie haben ein Kind, Joel. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey! Fahr hey, vorbei, stopp! Tommy. Stopp! Das wird kommen. Wir hätten helfen sollen. Oh ja, das hätten wir machen können. Krankenwagen fahren ja auch schon rum. Ui, das sieht mir aus wie ein Stau. Da kommen wir wahrscheinlich schwer vorbei. Hey, was zum Teufel los jetzt? Wow, wow, wow. Dudes, ich glaube, wir sollten langsam wegfahren. Okay, jetzt sollten wir spätestens wegfahren. Oh, da ist ein kleiner Abdruck. Wow. Wovor rennen die weg? Ich versuch's ja! Nein. Wir können hier nicht anhalten, Tommy. Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel. Fahr zurück. Hinter mir sind sie auch. Da. Festhalten. Fahr. Lauf.
Oh. Das sah schwer nach einem Unfall aus. Daddy? Hey. Hey. Oh oh. Oh oh. Ich glaube, wir sollten langsam abbauen. Cute. Beziehungsweise Daddy. Okay, jetzt kommen wir wieder zum Einsatz. Wir müssen die Scheibe zertreten. Okay, das hat relativ gut geklappt. Box ihn weg, danke. Ich gebe dir später einen aus. Okay, jetzt sollen wir anscheinend rennen. Ist doch logisch. Okay, lauf weiter. Die sollen mir hier nicht den Weg blockieren. Wir sind die... Oh, 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 oh. Können wir irgendwie sprinten oder ist das das maximale Tempo? Ich glaube, das wird... Wow, oh, oh. Rechts lang? Oder geradeaus? Rechts lang, schätze ich. Einfach immer der Menge hinterher. Nicht hinsehen, Sarah. Ich muss schon sagen, das Spiel sieht wirklich sehr schön aus von der Grafik her. Sieh einfach nur mich an, Kleines. Oh. Ah, noch mehr Unfälle. Komm, Dude, lauf weiter. Digga, ich kann auch nichts dafür, dass du dich legst, wenn du mich anrempelst. Da ist ein brennendes Auto. Ah, die nächste Explosion. Ach da, okay, ja, 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 komm, 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 komm. Rein hier. Ja, geh doch. Dankeschön. Ja, ich will laufen. Dankeschön. Wow! Weg mit dir, weg mit dir, weg mit... Ach, danke. Okay, weiter geht's. Ja. Wir sind... Oh, 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 oh. Oh, ich glaube, die sind hinter uns. Komm, rein hier, rein hier. Das wäre ganz hilfreich, wenn wir jetzt... Okay. Das hat ja gut geklappt. Wir dürfen ihn doch nicht einfach so einen Stich lassen, oder? Ich schätze mal, wir müssen hier lang. Wir können ihn wirklich nicht einen Stich lassen. Ich meine, er hat uns so weit geführt. Er hat uns das Leben gerettet. Ist einer hinter... Oh, lauf, 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 lauf. Da ist ja einer hinter uns. Damit hätte ich nicht gerechnet. Oh oh, noch einer. Weiterlaufen, weiterlaufen. Nicht zurückblicken. Es kann nur wehtun, wenn wir zurückblicken. Immer. Okay. Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey! Helfen Sie uns! Stop. Bitte! Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Okay. Wir sind. Nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Was? Der kann doch nicht einfach auf uns schießen. Wir haben ein kleines Mädchen an Bord. Danke. Oh nein. Sarah. Nein. Nein. Sag bloß, sie stirbt jetzt. Nein. Kann ich mir nicht vorstellen, oder? Hört zu mir, ich weiß es nicht. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah. Ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Nein. Kleines. Ich glaube, da hat sie ins Gras gebissen. Kleines, tu mir das nicht an. Tu mir das nicht an.
The Last of Us. Das war wohl der Anfang des Spiels. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Das war unfassbar. Aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer Zuständigkeit... Schon seit drei Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. So bricht die Apokalypse aus. Sommer. Zwanzig Jahre später. Die haben aber ganz schön lange überlebt. Ich komme. Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pillen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich zwei Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber... keine große Sache. Gib mir das. Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Ja, das waren einfach nur zwei Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert? Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Und dann gehen wir mal los zu den Schweinen, die sie angegriffen haben. Ich muss sagen, die ersten 20 Minuten des Spiels haben mich schon total fasziniert. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Und ich freue mich wirklich, dieses Spiel weiter zu Let's Playen. Ihr könnt mir mal eure Meinung zu dem Spiel unten in die Kommentare schreiben. Damit würde ich sagen, das war's dann mit der ersten Folge von The Last of Us. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye!